mit diesem Stuhl bis an den Abgrund und dann erzähle ich Ihnen eine Geschichte. Max Schulz, rein arischer Sohn der Minna Schulz, hatte schwarze Haare, Froschaugen, eine Hakennase. Sie können sich vorstellen, dass wir beide oft verwechselt wurden. Haben Sie schon gehört, die neue deutsche Regierung im Wirtschaftswunder Westen zahlt den Juden Wiedergutmachungsgelder? Natürlich habe ich davon gehört. Wie soll ich beweisen, dass ich Jude bin? Was ist los mit Ihnen, Schulz? Untersturmführer, ich kann die Gefangenen nicht erschießen. Ich habe Bauchschmerzen. Waren Sie Mitglied der SS? Wie bitte? Waren Sie Mitglied der SS? Wie bitte? Wir haben Sie gefragt, ob Sie Hebräisch können. Und eine reine Formalität, ich meine, als Massenmörder kommen Sie ja wohl kaum in Frage. Massenmord in Laubwalde, wie Sie liquidiert wurden. Max Schulz, zweimal unterstrichen. Seine Leiche wurde von polnischen Bauern gefunden. Das war nicht Max Schulz. Natürlich. Haben die Behörden, die haben das festgestellt, wollen Sie etwa klüger sein als die Behörden? Der ist nicht tot. Der lebt.